Hallihallo meine Süßen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal und zwar bei der Schnitzeljagd in Google Oh, ich Maps weiß, von wem das ist! Ich weiß, von wem das ist! Echt? Von? Ja, klar. Bibi. Ja, richtig! Sehr gut, guck mal. Die Begrüßung ist, glaube ich, jetzt auch frei, weil sie hat ja mehr oder weniger aufgehört, also von daher kann ich die ja benutzen. Ich dachte, die hat wieder angefangen. Ja, nicht wirklich. Aber die hat doch so ein Comeback gehabt. Oh mein Gott. Ja, dann da gar nichts Comeback. Aber da gibt Ali einen Fick drauf. Ja. Jake, Ron und Christian sind dabei und wir suchen wieder Sachen. Ich gebe euch Hinweise und wenn ihr es gefunden habt in Google Maps, in der weiten Welt, dann drückt ihr bitte auf den Buzzer. Es gibt 3 Punkte bei einer richtigen Antwort. Wenn ihr falsch buzzert, ein für alle anderen. Und bei der ersten Aufgabe haben wir direkt 9 Hinweise. Diese Aufgaben kommen übrigens aus der Community. Vielen Dank an alle, die unter die letzte Folge irgendwelche Vorschläge geschrieben haben. Danke, Community. Könnt ihr gerne unter dieser Folge auch wieder machen. Wir sortieren das raus. Ich sage auch immer dazu, von wem was kommt. Und die erste Aufgabe ist erstellt von Wer wie was. Darf ich auf Sachen links klicken? Der, die, das. Darfst du auch. Ja. Geil, okay. Dürft natürlich nicht suchen. Dodo Pizza in Jakursk hat 4,6er Sternebewertung. Da müssen wir hin. Wir suchen in der ersten Aufgabe ein Symbol. Aha. Und ich gebe euch direkt den ersten Hinweis. Das Symbol wird von den Wegen in einem Kunstpark geformt. Oh oh. Ja. Okay. Du schickst, die Sachen auch noch hier? Ach so, ja stimmt. Ich zeige euch das auch noch. Ich kenne diverse Gebäude, wo sich Architekten keine... Ich muss ja auch sagen, wo das ist, wa? Genau. Ja, du kannst jetzt nicht einfach Sonne sagen. Du musst da ja, doch, du kannst ja das Symbol einfach Nein, sagen. Nein, das haben wir umgeändert. Das kannst du ja auch einfach eine Zahl sagen und dann buzzerst du bis 10 und dann hast du Glück, vielleicht. Ja, okay, aber kriegst du ja niemals so viele Punkte. 3, oder? Es gibt 3 Punkte bei richtiger Antwort, genau. Wir haben insgesamt 9 Hinweise, ihr habt jetzt einen bekommen. Ja gut, der reicht mir halt noch nicht. Ihr kriegt direkt den zweiten. Dieser Kunstpark, von dem ich eben gesprochen habe, befindet sich rund 350 Meter nördlich der örtlichen Kirche. Stark. Ja, Kirche heißt schon mal westliches Land, das ist doch schon mal okay. Immer noch Europa so in der Mitte? Ja, ich auch. Ich bin immer noch maximal rausgesucht. Warum soll das ein westliches Land sein? Kirche ist ja eher ein Indiz für westliches Land. Okay. Da könnte auch Russland sein, ne? Niederkirche. Ja, die orthodoxe Kirche, oder? Haben die nicht. Ich krieg ja den dritten Tipp direkt. Wir befinden uns nämlich im deutschsprachigen Raum. Aha! Rüms. Deutschsprachigen Russland. Raum. Okay, dann sind wir also in Südafrika. Östlich von Österreich war die Schweiz. Das heißt Bratislava. Okay, pass auf, ich habe eine Idee dann sogar. Ich habe noch gar keinen Plan. Warte mal, das Symbol wird von wegen Kunstpark. Der Kunstpark, oh mein Gott. Ja, keine Ahnung, wo ihr Kunstpark von Lisa, ich habe schon mal diverse Gebäude gesehen, wo sich der Architekt nicht Gedanken gemacht hat, dass man ja auch irgendwann mal Gebäude von oben gucken kann. Stimmt. Das ist ein bisschen dumm. Ja, hab ich schon gesehen. Ja, das mit den Kreuzen zum Beispiel. Hm. Hinweis Nummer 4, der Ort, von dem wir geredet haben, die örtliche Kirche, ne? Der Ort liegt an einem Fluss, der genauso heißt wie eine euch bekannte Person. Wer heißt denn Rhein? Yes. Matthias Rhein, natürlich, wer kennt ihn nicht? Oder? Ja, wer kennt ihn nicht, Matthias Rhein? Der Fluss, warte mal, ich kann Herr Donau! Also, achso, sorry, ja. Ach, Mann, ich vergesse Fluss, mal, ja. Macht ja nichts. Der Fluss heißt wie eine euch bekannte Person. Ja, kommt noch der. Alter. So. Müsste mal Flüsse eingeben können. Herr Ruhr. Weil das Problem ist, es gibt auch die mega. Stell dir mal vor, der heißt Herr Kendel. Ja, Captain M. Ja, aber den würden wir ja kennen. Und das muss ja auch wer wie was wissen, ne? Dass ihr den alle kennt. Der Herr Lenzen. Wo ist der Lenzen? Wo fließt denn der Lenzen? Der Ort liegt an einem Fluss. Also ist ja nicht nur so ein Bächlein, ist ja schon ein richtiger Fluss. Ja. Dann hat er sich jetzt zurecht gelogen. Wie war das? Iller, Lech, Isar, Inn fließen also Donau. Ich kenne keinen, der so heißt. Rein in meinen Po. Kenn ich noch. Ja, deutschsprachigen halt Raum, das kann ja auch. Ja, das kann natürlich auch Schweiz und Österreich sein, klar, ja, aber boah, Junge. Herr Chiemsee.
Ihr kriegt den fünften Hinweis von insgesamt 9. Herr Limmert. Der wird euch jetzt vielleicht ein bisschen mehr bringen. Dabei, also bei dieser bekannten Person, handelt es sich um einen ehemaligen Fernsehmoderator. Ja, Dirk Bach. Ja, logisch. Komplett logisch. Wo ist denn die Raab? Junge, was? Habt ihr schon einen Plan? Klöppel. Der Fluss Klöppel. Ich hab keine Ahnung. Also mehr als Dirk Bach fällt mir tatsächlich nie ein. Ingo Lenzen. Ehemalig. Mhm. Ja, aber ich Fernsehmoderator ist ja schon relativ eindeutig. Ja, wo fliegt der Gottschalk? Hä? Wo ist die Raab? Was hat der hier? Wo ist der Dortmund-Ems-Kanal? Wait, jetzt noch überleg mal, wo der Dortmund-Ems-Kanal ist. Nein, das ist ja. Ich wollte einfach nur einen scheiß Namen nehmen. Ich bin immer noch für Matthias Rein. Doppelname, hast du recht. Ich immer noch super. Sänger, Moderator, wer kennt ihn nicht? Das Problem ist, Flüsse kannst du halt auf dieser Karte auch so schlecht erkennen. Warum ist der Rhein schlecht an dieser Stelle so dreckig eigentlich? Sieht irgendwie strange aus, naja. Also die Schweiz hat auch nur Seen, die haben überhaupt gar keine Flüsse. Ah, natürlich, stimmt. Das war Rapperswil Jona, der Moderator. Ehre, scheinbar. Da, ist denn Herbert Ehre? Der wart bestimmt, oder? Ihr bekommt den sechsten Hinweis von 9. Ja, endlich mal einen. Dieser Fluss mündet in einen Seitenarm des zweitlängsten Fluss Europas. Cool. Ja, da habe ich mich schon mal vertan. Ach genau, weil der längste war ja der in Russland. Dili-Duli. Da, ich habe es gefunden. So. Ach so, Moment. Das ist gar nicht der Rhein. Ne? Der Fluss mündet in einen Seitenarm des Zweitlängsten. In einen Seitenarm, das ist ja mega. Was bist du? Da ist wirklich ein Fluss? Ist er da nicht eher so ein... Also... Ja. Ich habe zumindest den Fluss gefunden, den ich... Das kann jetzt auch peinlich sein, ehrlich gesagt. Grade. Ja, so. Wie heißt du denn da? Dieser Fluss mündet in einen Seitenarm. Oh mein Gott! Warte mal, was? Der Ort liegt an einem Fluss, der genauso heißt wie eine... Der heißt genauso. Das ist also wirklich genauso, weil ich habe die Naab gefunden. Lol. Also der Fluss heißt wirklich genauso, ja. Ja, dann müsste er Raab heißen, aber der heißt Naab. Und fließt in die Donau. Natürlich. Ah, Neffa Naab. Gab's einen Moderator, der Regen hieß? Warte mal, der Fluss heißt echt Regen? Ist ja irgendwie läppsch. Schon langweilig, der Fluss. Ja, wie nennen wir das? Vor allem ist das auch gar nicht so leicht daran zu erkennen, wie denn so ein Nebenarm, was ist das Nebenarm, ja. Seitenarm überhaupt, dass der dann... Ja, vor allem, das fließt der nur in den... Ja, das fließt ja auch nur in den Seitenarm rein. Ja, genau. Das heißt, das fließt ja nicht mal am Ende in den zweitlängsten Fluss. Ja, genau. Ihr kriegt den siebten Hinweis, der bringt euch da vielleicht ein bisschen weiter. Ne? Also der vorige war ja, dieser Fluss mündet in einen Seitenarm des zweitlängsten Flusses Europas und der siebte, genauer genommen, in der ungarischen Stadt Györ, G-Y-Ö-R, was? In die Mosoni-Duna, auch bekannt was? Als kleine Donau. Also, er fließt. Wo ist denn Ungarn deutschsprachiger Raum? Da fließt dieser Fluss in die Donau, beziehungsweise in die kleine Donau. Ja, da war wirklich die Raab. Oh mein Gott. Ja, vor allem, wir müssen jetzt den Ort noch finden. Es ist wirklich die Raab. Es ist wirklich die Raab. Aber hä, wo soll man denn jetzt den Ort finden? Ja, jetzt müssen wir zurückgehen. Warte mal, der Ort liegt an einem Fluss, der genauso heißt. Aber im deutschsprachigen Raum, ja, okay. Moment. Da ist die Raab. Ist ja witzig. Alter, wie lang ist die Raab, bitte? Wieso habe ich da vorher noch nie von gehört? Also, wundert mich jetzt nicht, aber... Warum bin ich... Krass. Wo ist sie? Ich habe sie fast verloren. Holy shit, das Ding ist ja mega lang. Oh, warte kurz, da hört... Wait, laut Google Maps... Ich bin immer noch irgendwo in Ungarn. Ja, ich auch, aber die Raab hört doch nicht hier auf. Wie geht er hier weiter? Da. Ist das deutschsprachig? Da gibt's ein Aldi, Scheiße. Das ist deutschsprachig. Ah, nee. Hä, wieso ist die jetzt pinker? Ja, die wechselt hin und wieder mal die Farbe. Da bei Ica war zum Wo ist Beispiel. Die Raab hin? Ja. Das, hey, die Raab wechseln wirklich in die Pinka. Da ist rum. Oh mein Gott, die Pinka ist ein Seitenarm der Raab.
Ey, wie lang ist dieses Raab-Ding? Das gibt's doch überhaupt nicht. Ich bin immer noch nicht in Österreich, ne? Ich bin auch noch nicht. Ich bin noch nicht mal ansatzweise. Ihr bekommt den 8. Hinweis. Nee, den vorletzten? Doch, doch. Der Ort liegt rund 20 Kilometer von der zweitgrößten Stadt des Landes entfernt und ist nach einem Heiligen benannt. Also der Ort ist jetzt bezogen auf den Ort, den wir suchen, wo auch dieses Symbol ist, was ihr mir bitte nennt. Bei mir verschwinden gerade die ganzen Ländergrenzen. Wo ist Österreich? Das ist der europäische Gedanke. Die Raab wieder verloren. Ja. Hast du alles. Ich habe Österreich verloren. Tut mir leid. Hat sich auch Deutschland damals da. In dieser Ansicht ist Österreich aber auch echt nicht so einfach zu sehen immer. Ja, was die Ländergrenzen, das, jetzt habe ich die Raab wieder verloren. Ich wüsste nicht mal, was die zweitgrößte Stadt ist in der Ort liegt rund 20 Kilometer von Österreich, gehen wir mal von aus, Stadt oder? Des Landes. Ich denke auch, also deutschsprachiger Raum wird ja jetzt nicht Ungarn sein, oder? Aber die zweitgrößte Stadt in Österreich müsste Österreich, doch... Österreich-Ungarn vielleicht mal. 20 Kilometer, liegt rund von... Ja, wie weit ist 20 Kilometer? Das können wir jetzt messen. Wie arschlang ist dieser Fickfluss? Das sind schon 20. Ich hab... Alter, ich hab... Nee, das sind 36. Da ist 20. Ich dachte gerade, ich hab genau 20 Kilometer einfach so abgemessen. Da geht die weiter. Hast du alles? Denk dran, das ist mit Luftlinie gemeint. Ja, ist schon klar, aber... Hab die Raab wieder verloren. Entfernung messen. Ja, alles andere geht ja nicht, das muss ja so sein. So, 14, 8 so, Kilometer. So. 16, 13. Ja, Fuschel am See. Oh, Fuschel am See? Ist da nicht Red Bull? Moment. Salzburg ist doch nicht die zweitgrößte Stadt. Ja, welche denn? Frankfurt, oder? Ja. Keine Ahnung. Aber weiß ich auch nicht. Fließt denn da die Raab überhaupt lang? Nö. Ich hab die Raab ja auch schon wieder komplett verloren. Irgendwo in Ungarn ist die einfach verschüttet. Na, aber du eine Frechheit, die Raab benennt sie jemand um? Das ist das Schlimmste von allen. Aber da ist Fischerie Stefan, habe ich gefunden. Das ist bei Klagenfurt. Ihr bekommt den letzten Hinweis. Hinweis Nummer 9. Der Heilige, nach dem dieser Ort benannt ist, heißt Sankt Ruprecht. Ja, also... Fuck, Alter, ich war bei Sankt Margareten. Da ist Münzendorf! Oh mein Gott! Wie findest du das wieder? Klein Venedig ist da drüber. So, wie machen wir jetzt 20 Kilometer? So. Wie ist das Ding? Jay hat gebuzzert. Das Peace-Zeichen. Und zwar in St. Ruprecht an der Raab. Das ist richtig, Jay. 3 Punkte. Sehr Wo gut. Wo zur Hölle ist St. Ruprecht? Recht. Es ist Graz. Es ist Graz, ja, das wusste ich wenigstens, aber ich hab's trotzdem nicht gefunden. Ich habe natürlich bei Klagenfurt geguckt, ihr Frechdachs. Ja, ich habe auch erst bei Klagenfurt geguckt, bis ich Graz gefunden habe, weil Graz hatte ich vergessen, dass das gibt. Als ich rausgesucht habe, habe ich die Namen einfach gesucht, die größeren. Da habe ich Graz gefunden, das ist größer geschrieben als Klagenfurt. Oh, sehr gut. Das ist tatsächlich ein Peace-Zeichen. Ich habe euch die Koordinaten mal geschickt. Das ist eher im Norden des Dorfes. Jo, das siehst du relativ schnell. Ja, St. Ruprecht an der Raab. Das ist richtig. Sehr gut, Jay. Das waren 3 Punkte. Scheiße. Ja. Aber die Raab, das ist wirklich eine Frechheit, die benennt sich zwischendurch um. Ja, oder das ist ein Nebenarm oder irgendwie so ein Quatsch. Aber wie weit die Raab auch geht, guck dir das mal an. Also da sind wir fast bei Graz und wo haben wir geguckt? Bei Gjön oder wie das hieß? Das war schon ein dickes Ding, ey. Witzigerweise habe ich da Gjör. McDonald. Die Raab hat eine Länge von 250 Kilometern. Das ist schon lang, würde ich sagen. Das ist schon nicht so wenig, ja. Ne? Gut, dann gehen wir in die zweite Pools Runde. Wie viele die haben in dieser Welt, in St. Ruprecht? Dieser Welt. Wie viele was die haben? Pools. Voll viele Swimmingpools. Bestimmt alle nicht genehmigt. Ohne Scheiß. Die sind alles voll mit blauen Pools. Direkt mal bei der Stadtverwaltung St. Ruprecht anrufen. Nee, das macht die Stadtverwaltung über Google Maps schon selber. Die sitzen bestimmt in der Mittagspause im Käffchen da, gucken sich Google Maps an. Guck mal, da sitzt der Herbert, ne? Ja, jetzt hat er den Pool noch. Alter. Aber im Sommer nicht mehr. 30, 40, 50 Pools. In dieser Pissstadt. Pissstadt? Ich glaube, das ist voll schön da. Ja. Na komm. Da wohnen auch wohl nur die Reichen.
Wahrscheinlich wohnen da auch Leute, die hier in den Kommentaren sind. Meldet Kannst euch du da einfach ein Schwimmbecken aufstellen im Garten? Wir gehen zur zweiten Aufgabe. Ja, aber die haben wirklich Swimmingpools. Und diese zweite Aufgabe wurde erstellt von iBliat. Vielen Dank. Und wir suchen jetzt den Bobakurva. Namen. Wir suchen den Namen eines Sees. Und der erste Hinweis lautet, der See ist einer der drei einzigen bekannten explodierenden Seen der Welt. Was? Das klingt nicht nach Europa. Ich kann euch das erklären. Explodierende Seen sind Seen, unter denen sich Magma befindet und deswegen auch Kohlenstoffdioxid im Wasser ist. Bei einem Erdbeben oder beim Erdrutsch wird dann das CO2 ausgestoßen aus dem Wasser und erstickt und tötet jede lebende Kreatur im Umfeld. Oh, da habe ich schon mal gehört von sowas. Das sind dann so Deaths hier Lakes und so Geschichten, wo dann so reingehst, dann fällst du einfach tot um, wenn ich büx. Ja, also in dem Fall bei diesem See sind schon 1700 Leute gestorben. Ach so, so wenig. Ja, das habe ich mal gesehen irgendwo. Also nicht jetzt den, sondern das Konzept. Okay, Vulkane, gib ich ja so ein, zwei. Okay, auf so, wir dürfen ja Sachen anklicken. Was ist denn mit Titicacasee? Du nicht? Ja. Wo ist denn der? Du kannst See nicht anklicken, in der Regel. Doch, Titicacasee müsstest du anklicken können. Echt? Okay. Du kannst ja auch Schwarzes Meer anklicken, zum Beispiel, oder? Wir suchen den Namen eines Sees. Ja, kann ich einfach Titicacasee sagen? Nee, Schwarzes Meer kannst du nicht anklicken. Ja, aber ist auch kein See. Oder ist das wieder hier? Das ist bestimmt wieder einer dieser Wix 100.000 Seen irgendwo in Kanada oben, weißt du? Da wo ja, 900 muss ja, Stück da muss sind. Ja, da muss ja scheinbar ein Vulkan sein, also. Ja, das könnte ja auch so ein Untergrundvulkan-Ding sein. Ihr bekommt den zweiten Hinweis. Der See explodierte im Jahr 1986 und war somit der erste bekannte und aufgezeichnete Vorfall von solch einem Ereignis. Krass, ich weiß nicht, ob so das spät. Bringt, aber. Nö, aber 86, aber also 1986 finde ich schon hart, dass man das vorher nie festgestellt hat. Aber vielleicht hat er dann auch in einem einfach die 1700 mitgenommen und der jetzt nicht dauerhaft explodiert. Ja, und das sind ja auch nur 1700, seit die 1986 festgestellt haben, dass es überhaupt wo passiert. War vielleicht denn der haben die es vorher gar nicht gewusst. Vielleicht haben die es vorher gar nicht gewusst und das Ding hat einfach schon 10.000 Leute verschluckt. Also tatsächlich. Weißt du einer, wo der ist? Ich weiß nicht, wovon du redest. Mount St. Helen. Keine Ahnung. Ist tatsächlich so, dass das im Österreich. Jahr 1986 das Ereignis hat 1700 Menschen getötet. Also nicht insgesamt, sondern wirklich diese Scheiße, eine wo Situation. Ist okay. Das ist belastend. Und ich gebe euch auch einen guten Tipp gegeben. Weil ich glaube, der zweite bringt euch nicht so viel. 100 Jahre früher hätte sich im Gebiet, nochmal. 100 Jahre früher hätte er, also der See, sich im Gebiet einer deutschen Kolonie befunden. Mhm. Ja gut, so in welcher? So viele hatten wir ja nicht. Eines Sees? Kondellat? Ja, ich hab keine Ahnung, auf welcher. Ich hab nie davon gehört hier. Was ist das denn? Tja, also ich sag mal so, ich kenne leider nicht so viele deutsche Kolonien. Hätte ich mal mehr aufpassen müssen, ne? Das hier war das, oder? Da ist doch kein Vulkan, Alter. Da ist kein Vulkan. So, wir durften ja Sachen anklicken, immer wichtig. So ein Vulkan. Oh, das S hier ist ganz schön wichtig, sonst hieß das einfach Nazi Island. Der S trägt da echt eine ganze Menge Verantwortung. Hinweis 4. Schade. Die heutigen Amtssprachen des Landes sind allerdings Englisch und Französisch. Französisch? Ja, spricht okay, man hier auch irgendwo, aber. Ah. Nee. Sind wir hier? Okay. Ich weiß nicht, war das eine deutsche Kolonie? Englisch? Ja. Englisch und Französisch, das heißt, wir sind doch nicht in Afrika, oder? Ich hätte jetzt auf was Afrikanisches getippt. Echt? Englisch und Französisch? Die einzigen? Sind das die einzigen? Ist das nicht ist Französisch zum Beispiel nicht auch Guinea? Ja, ja, oder okay, aber. Die Küste hatte auch Französisch, oder? Die Frage ist, ob es die einzigen sind. Schau ich gerade mal nach. Danke, Wikipedia. Steht da wieder nicht. Super. Mir fällt nur Namibia da ein, oder? Gibt es da noch mehr? Ja, tatsächlich. Offizielle Sprachen sind Französisch und Englisch. Das sind die beiden. Namibia ist doch kein. Was ist denn mit Elfenbeinküste? Elfenbeinküste? Ah, das die sind haben, da. Ja, die heißt doch Côte d'Ivoire. Ja, aber.
Das ist doch keine deutsche Kolonie, oder? Dann würden die auch deutsche Namen haben. Oder nicht? So wie halt Namibia. Das ist Wahnsinn. Ich hab gar keinen Plan. Nee, dafür kenne ich leider die Kolonien zu schlecht tatsächlich. Da habe ich auch nicht aufgepasst. Vielleicht ist es auch einfach in Südamerika. Also ich meine, wie gesagt, in Namibia gibt es solche Städte wie Malta-Höhe und Vogtsgrund. Ja. So, das würdest du, Hammerstein, das würdest du doch dann auch in, keine Ahnung, in einem anderen Land da sehen, oder? Ja, guck ich gerade. Ihr bekommt den 5. Hinweis von insgesamt 9. Der See, den wir suchen, ist etwas über 300 Kilometer von der Hauptstadt des Landes entfernt. Ja, super. 300 Kilometer? Etwas über 300 Kilometer. Okay, das können wir schon mal hier mal machen. Ja, kann ich, ja. Aber okay. Afrika ist doch, ist Afrika so vulkanisch? Hey, hey. Geil, das ist es. Das sind 300 Kilometer auf Afrika gesetzt. Das ist nicht so viel. Das habe ich faszinierend, ey. Finde ich immer geil. Wir durften auf Sachen klicken, ne? Ja. Ja. Und dürfen wir dann auf mehr klicken? Ich habe das zumindest gemacht. Okay. Ich habe auch auf mehr geklickt. Du meinst, wenn Informationstexte oder jemanden gesagt. Ja, auf mehr habe ich auch geklickt, aber dann nicht Wikipedia öffnen oder so. Nee, nee, genau. Wikipedia nur dürfte nicht. Nur in diesem Klappentext dann. Wie viel sind denn so 300 Kilometer? Ja, wow, 353, immerhin. Ja, also ich bin noch lost. Ich weiß noch nicht, ich weiß nicht mal, ob wir wirklich in Afrika sind. Mir fällt, ich kenne keine anderen. Namibia ist halt Problem, die Hauptstadt ist ja Windhoek, ne? Also, und zwar niederländisch geschrieben. Keine Ahnung, ist Südafrika, kann das auch eine sein? Ich habe keine Ahnung. Nee, ja klar, Südafrika ist, also doch, Südafrika hat doch auch deutsche Namen. Das sind doch niederländische Namen, oder? Das ist doch Niederlands, oder? Echt? Okay. Ja, ich, Alter. Jackalsfontein. Ah, da kommen wir bestimmt noch ein paar Sachen. Das ist Jackalsfontein. Ihr bekommt jetzt auch Hinweis 6 von 9. Genauer genommen liegt er, also der See, im Gebiet Ambazoniens, welches sich im Gesamtstaat marginalisiert fühlt und die Unabhängigkeit anstrebt. Das ist ja super. Dankeschön. Also sind wir doch in Afrika. Moment. Ambazonien? Mhm. Und der scheiße Kacke, Alter. Das habe ich doch vorhin, habe ich doch so was gesehen. Da dachte ich, was ist das denn für ein Schwachsinn hier, was die da mit den Grenzen gemacht haben? War das? Das ist doch genau so was hier, oder? Ich meine, guck dir das mal an. Also ihr jetzt natürlich nicht, aber ich meine, die Damen und Herren Zuschauer, ich meine, guck dir das an. Hier, hast du die Grenze, da hast du die Grenze. Eins, zwei. Auf wie viel? Wenn wir 44 Kilometer, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Grenzüberläufe, das kann doch nicht richtig sein. Aber das ist ein nicht anerkanntes Gebiet. Richtig? Wenn ich das so verstehe. Das ist ja. Steht denn, also ist denn sowas wie hier Dingens drin? Auch Gaza? Ich frage mich alleine schon bei der Aufgabenstellung, ob das wieder so ein lustigen Kram ist, dass man jemand irgendwie den Pisssee rausgesucht hat und dann angefangen hat, dahin zu arbeiten, oder ob das wirklich ein normaler Name ist. Ja, meinst du, da kommt jetzt gleich aber wirklich sowas wie, wenn das nicht, Hydromycotyrita Oranje. Das gibt tatsächlich die Oranje. Der Hinweis wird euch jetzt aber viel bringen, denke ich mal. Bekannt ist dieses Gebiet, also Ambazonien, auch als Südkamerun. Aha. Wow. Kamerun ist also der. Okay, wo ist Kamerun? Ich find's so nicht. Weiß noch, die haben immer gefoult bei den Spielen. Wo ist Kamerun? Da ist Kamerun. So, was ist denn Südkamerun? Zur Hölle war eine Marke. Okay, die heißen überhaupt null nach deutschen Kacknamen. Ja gut, wenn ich besetzt gewesen wäre als Land und dann hauen die endlich ab, hätte ich die Sachen alle direkt umbenannt. Ja, ich auch. Ja. Wo zum Kack ist denn Kamerun? Ja. Das wird nicht mal angezeigt, muss ich verarschen. Hallo! Hä? Stiller, ich merke schon, ihr seid da mehr im Suchmodus jetzt. Ja,
Genau. Irgendwie, hier ist einfach nichts, hier ist nur Wald. Deswegen hilft euch vielleicht der vorletzte. Norman ist der im Gebiet, welches sich im Gesamtstadt als Südkamerun. Vielleicht ist das ja auch im Süden. Vielleicht hilft euch der vorletzte Hinweis, Hinweis Nummer 8, denn Südkamerun, habe ich ja eben gesagt. Trotzdem befindet sich der See 50 Alter. Kilometer südlich von Nigeria. Alter. Was? Messung löschen. Komm schon. 237. Brahman hat gebuzzert. Lake Oku. Oku ist falsch. Das ist ein Punkt für alle anderen. Es geht weiter. Er muss auch einen lustigen Namen haben, oder? Das ist ja genau das, was ich meinte. Hier um Wissen? Okay, Lack Bank Ib. Ist es auch nicht? Lycom the Com Palace. Ah ja. Der See befindet sich 50 Kilometer südlich von Nigeria. Ja, ist ja okay. Da ist die Grenze. Von da aus haben wir 300 Kilometer genommen. Aber das ist ja trotzdem nicht wenig Land, was man hier abdeckt. Ach, findest du? Dann kriegt ihr auch den letzten Hinweis. Neben dem See befindet sich ein gleichnamiger Ort. Aha. Scheiße, hätte Oku immer noch sein können. Das waren alle Hinweise. Wie groß ist denn der See eigentlich so? Ich bin schon ziemlich weit reingezoomt und ich sehe teilweise... Das frage ich mich auch. Teilweise sehe ich die Seenamen nicht. Also der See ist schon nicht klein. Aber es ist auch kein Riesensee. Ja, kann ja. Ich das ja auch sagen, ist ungefähr etwas über einen Kilometer breit. Christian. Lake Binakuma. Auch nicht. Aber daneben ist Binakuma. Das ist echt schwer, ey. Und der ist ganz schön groß. Das war 50 Kilometer von Nigeria. Schon wieder ein Lake Buck nimm, ey. Muss doch eigentlich hier sein. Der See ist genau genommen. Der liegt im Gebiet Ambazoniens. Ja. Aber hä? Moment, das kann doch nicht sein, dass der im Ambazonien liegt. Aber das ist Südkamerun und ich suche die ganze Zeit im Norden, weil nördlich ist doch Nigeria. Das macht ja gar keinen Sinn. Tja. Ja doch, da ist an der Stelle so halt einfach nicht so dick. Also dann, wir haben ja keine Hinweise mehr, deswegen gehe ich euch kurz... Ja, ja, aber noch nicht verraten. Lass uns doch mal kurz gucken. Lass uns doch mal ganz kurz gucken. Hier steht zum Beispiel bei Wikipedia direkt Südkamerun. Oh mein Gott! Ich hasse... ich habe mich verklickt. Ein Urheberrechtsname. Nein, ich möchte nicht ein Unternehmen gründen. Okay, ich muss kurz einmal cutten. Ja, warum denn nicht? So. Okay. Unternehmen hinzufügen. Alter, ich war in der falschen Stadt. Ich weine. Also in Wikipedia steht, Südkamerun ist ein im Westen gelegener Teil Kameruns. Hat doch keinen Sinn. So Westen, ist es wohl. Lol, ich hatte jetzt im... Also quasi Norden geguckt, weil da die Grenze von Nigeria am weitesten runterkommt. Aber gut. Und ihr wisst ja auch, 300 Kilometer entfernt von der Hauptstadt. Ja, und die Hauptstadt ist doch Yun... Kann ich nicht gucken, weil da das Messungsding drauf ist. Aha, und ich war in der falschen. Ja, Unde. Ich war in Dumbia oder sowas. Da muss das da sein. Da muss das sein. Hier sind auch Reservate und so ein Kram. Da ist der fucking Lake U schon wieder, ey. Rumpi Hills. Ne, Rumpi Hills. Park National Corrupt. Ey, da muss doch irgendwas falsch sein. Das kann doch nicht. Das Problem ist, hier ist es ganz schön neblig. Wenn ich von oben reinzoome, dann sehe ich nicht immer alles. Äh.
Also wir sind schon eher im westlichen Teil von... Wir sind im westlichen. Wie weit sind wir denn so von der Küste weg? Weil man da, weil du hast ja die Grenze da von Nigeria und Kamerun. Also Kamerun geht ja bis zum Wasser. Wir ja, sind logisch. Jetzt nicht... Also, das ist nicht so weit, oder? Denn auf Kamerun bezogen geht es. Es ist so halbe Strecke. Oh, vielleicht ein bisschen näher als halbe Strecke. Ja, Kamerun geht ja auch recht weit in den Norden. Also, aber. Ja. Ich gucke. Und was ist das hier? Ist das ist so? Kein See, das ist ein Schatten von einer Wolke. Willst du mich veräppeln? Hey, mach das nicht. So, das weg. Das muss weg. So. Wenn du von oben anfängst rein zu zoomen, dann sieht das aus, als wäre das ganze Land komplett vernebelt. Das ist von oben gar nichts. Überhaupt? Also wenn ich so City Center von der Hauptstadt gehe, ist der See exakt 317 Kilometer entfernt. Ja, echt. Glaube ich dir. Ist ja cool. Der setzt sich auch optisch relativ gut von der Umgebung ab, weil der ist so ein bisschen so golden-gelb. Orange. So. Die Optik hat der. Im Gegensatz zu den anderen, die eher so bläulich sind, ist der ziemlich orange. Junge, das kann doch nicht so schwer sein. So, da sind 316 Kilometer. Der setzt sich ab. Das ist bei mir alles ein Grün in Grün Gewäsch hier. Oder ich bin zu weit im Süden. Auf was darf ich klicken dort? Darf ich auf irgendwie die, darf ich mir die Rezension durchlesen? Na, theoretisch, ja. Da, wo du draufklicken kannst, wenn das keinen Link öffnet, kannst du draufklicken. Brammen. Okay, das heißt Lakde. Oh Gott. MDAKAOU. Nein. Check. Okay. Lak-Nyos oder Danau-Nyoe. Das ist richtig, Jay, du hast ihn gefunden. Alter, der ist vorübergehend geschlossen. Ja, ich schicke euch die Koordinaten, das ist genau hier. Junge. Aber erst ab einer gewissen Stufe des Reinzoomens wird der andersfarbig. Oh mein Gott, ja, wenn du voll drauf bist. Jo. Mhm. Und jetzt, wo ich ihn angeklickt habe, ist der auch anders. Aber, wait, das habe ich doch vorher nicht so gesehen, oder? Boah, Alter. Krass, da bin ich. Das war schwer. Ja, das war nicht so einfach. Stark. 3 Punkte für Jay erneut, 2 korrekte. Ja, da sind 1000, weiß ich wie viele Leute. Wieso fahren die denn alle da in den Urlaub? Werden die da dran gewohnt oder so? CO2-Kur. Ja. Ich muss ganz kurz urinieren, tut mir leid. Okay. Dann warten wir kurz. Ich denke mal, da wird wohl wer mal dran gewohnt haben. Es stinkt sehr. Well, wat heet da gebeur? It's stank baie. 3 Rezensionen hat das bei mir. Ja, das eine wird bei mir, also da steht Fragen und Antworten vor 11 Monaten. Das wird bei mir von Google automatisch übersetzt. Fragen. Original. Well, wat heet da gebeur? Dit stank baie. Und dann kommt Hi, search on Google Lake Nyos. Wow. Es stinkt hier sehr. Er hat gefragt, warum. So. Entschuldigung. Lol. Am 21. August 1986 gegen 21.30 Uhr setzte der Nyossee schlagartig rund 1,6 Millionen Tonnen CO2 frei. Das Gas strömte in nördliche Richtung in 2 naheliegende Täler und tötete Menschen und Tiere in bis zu 27 Kilometer Entfernung. Wow. Ja, krass, ne? Okay, das ist gar nicht so eine Explosion selber, sondern, okay, krass. Ich stell vor, dann chillst du da einfach nur und denkst so, und dann bist das ist einfach CO2, was du dann, also du erstickst dann sozusagen. Ja, aber ohne, dass du wahrscheinlich direkt merkst. Du bist wahrscheinlich so ganz langsam, erst müde und dann bist du tot. Ja. Oder hat die Karte geändert. Cool.
Wir kommen zur dritten Aufgabe. Wir haben insgesamt 4. Bei den nächsten beiden Aufgaben werde ich euch noch etwas schneller die Hinweise geben. Dann findet ihr es eventuell noch schneller, aber ich bin guter Dinge, dass ihr das nächste... Also, das hat gerade uns auch nicht geholfen. erstellt von Lino, vielen Dank. Und wir suchen diesmal ein Restaurant. Okay. Und der erste Hinweis lautet... Butus Lotrek, keine Ahnung. Das Restaurant befindet sich auf einer Insel im Atlantik. Okay, vielleicht auch nicht. Und für Jay hier extra von Lino noch eine Info. Ja, da gehört auch die Karibik, die Nordsee und so weiter dazu. Die Nordsee gehört zum Atlantik. Das finde ich, ja, keine Ahnung. Aber ich würde auch sagen, dass die Nordsee eher zum Atlantik gehört. Die gehört gar nichts dazu. Das ist eine einfach nicht Insel der Nordatlantische Ozean. Atlantik. Das könnte ja auch Haiti oder die Domrep sein. Hat ja gar keinen Sinn. Also machen wir weiter. Die Nordsee ist ein Randmeer des Atlantischen Ozeans. Als ob. Okay, das ist ja krank. Ja. Okay, ist ja, was ist denn die Nordsee für ein Weltmeer? Das heißt ja, das ist einfach ein Meer. Ich dachte, das wird ein Randmeer. Gehört auch das Mittelmeer dazu? Wenn du halt die Weltmeere zusammenzählst und du kommst dann auf, weiß ich nicht, je nachdem, wie man erzählt, wahrscheinlich wieder 7 bis 9 oder whatever. Okay, aber jetzt ja ein Stück, wo einfach nichts ist. Aber wir sind dann auch im Mittelmeer. Das Mittelmeer und Schwarzmeer kann als Nebenmeer des Atlantischen Ozeans aufgefasst werden. Steht hier bei Wikipedia. Ja, okay, also alles drumherum. Bis zum nächsten Ozean. Easy. Ein kleines Gebiet. Aber immerhin gibt der erste Tipp diesmal eine Eingrenzung. Ja, das stimmt wohl. Ich blow jetzt aber mein Weg. Wenn das Ding Island heißt, dann ist das Island, ne? Guck mal da. 7300 Kilometer. Geil, das ist einfach England. Die Insel. Das ist einfach McDonald's in London. Das wäre eigentlich einfach auf einer Insel. Gut, also schneller wolltest du uns Tipps geben, ne? Ja, deswegen krieg ich hab den Leuten nur gezeigt, dass von Moskau bis ganz oben an die Spitze von Russland nur 6000 Kilometer sind, während von Afrika West nach Ost 7000 Kilometer. Das ist auch eine gute Frage. Ab wann ist denn hier das Nordpolarmeerzeug? Barentssee, Karasee, Laptesee, Ostsibirische See? Und dann will ich jetzt wahrscheinlich nicht sagen. Das ist doch wahrscheinlich egal. Das ist der erste Tipp gewesen. Jetzt mach einfach mal den zweiten. Zweiter Tipp. Die Inselgruppe enthält eine der größten Steilklippen der Welt. Weil die abgebrochen sind. Ja. Inselgruppe. Okay, wir brauchen ein Restaurant. Okay, was könnte denn eine Inselgruppe sein? Wo gab's Steilklippen? Enthält. Was könnte das bedeuten? Eine der größten Steilklippen der Welt. Ja. Das könnte man jetzt wissen, wenn man per Zufall weiß, wo die größten Steilklippen der Welt sind. Das wäre cool, ne? Ich weiß, wo eine ist. Aber das würde ich nicht als Inselgruppe bezeichnen. Darf ich oben eigentlich den Button Restaurants drücken? Auf den Button Restaurants? Gar keinen Button. Nee. Nicht? Okay. Bei mir steht in Google Maps suchen. Und daneben ist bei mir das smart. Ich hab vorgefragt. Und dann ist der Routenplaner. Aber rechts daneben steht bei mir Restaurants, Hotels, mögliche Aktivitäten, Museen und so weiter. Aber da habe ich bisher noch nicht drauf gedrückt. Bei mir nicht. Deswegen wollte ich vorfragen, ob ich den Button drücken darf. Dritter Hinweis, das gesuchte Restaurant liegt direkt an einem Strand. Wow, cool. Toll. Danke. Danke für überhaupt nichts an der Stelle. Ich glaube, da war ich. Ja, vierter Tipp. Man kann vorne aus das Wasser sehen. Ich glaube, da waren wir tatsächlich. Ich glaube, das ist die Snack Shack, die ich hier gefunden habe. Das muss die Snack Shack sein. Und das heißt, wenn wir hier waren... Nee, das muss gar nichts hier. Das ist alles Schmutz. Meint das Land? Die Inselgruppe. Ja, aber nur die Inselgruppe enthält ja die Steilklippen. Das heißt ja nicht, dass in der Nähe von dem Restaurant die Steilklippen sind, oder? Okay, pass auf. Gibt's hier eine geile Steilklippe? Bist du die Steilklippe? Gib mir doch mal mehr Infos. Hinweis 4. In unmittelbarer Nähe zum Restaurant befindet sich ein Hotel und einige Felder bzw. Gärten. Geil. Also Lino geht schon davon aus, dass ihr es jetzt schon wisst, dass ihr das schon gefunden habt. Nein. Jetzt geht es nur noch aufs Genaue. Ich habe mir gedacht, Inselgruppe Steilklippen, das ist bestimmt Großbritannien. Aber die Inselgruppe vor allem enthält das halt nur, ne? Das heißt halt, kann überall noch auf dieser ganzen Insel sein. Das muss ja gar nicht in der Nähe sein. Genau, das ist ja. Wenn man jetzt sagen könnte, das wäre Großbritannien, so, dann könnte das in Irland sein, während das Restaurant irgendwie in England an der Ostküste ist.
Ich frage mich, was unmittelbar für den heißt. Daneben? Ja, eigentlich schon. Unmittelbare Nähe ist fußläufig für mich zu erreichen. Das ist auch so, ja. Holy shit, das ist ja voll verrückt hier bei Google Maps. Das sieht ja voll komisch aus. Ach, was? Ja, weil, also, ihr werdet das gleich sehen, wenn ihr da seid. Ja, ich bin mir... Okay, gib mir nochmal ein. Hier waren wir mit dem Bio-Leistungskurs auf Kursfahrt in dem Häuser. Ich glaube, in dem, einen der Häuser habe ich gepennt, in diesen. Hinweis 5. Wenige Meter vom Restaurant entfernt kann man zudem mit einer Seilbahn den gleichnamigen Berg erklimmen. Okay, dann ist es nicht da. Was denn für ein Berg? Deshalb sieht das bei Google Maps auch so komisch aus. Oh, das ist ein ganz schön Berg. Okay, ich weiß immer leider noch nicht, in welchem Land wir sind. Ich auch nicht. Island, Irland ist es nicht. Habe ich mich jetzt zwischen. Ja, ich habe mich auch gerade von Großbritannien wieder wegbewegt. Ich war die ganze Zeit bei den Cliffs of Moher in diesen halt riesig große Steilklippen. Ich meine, Berg könnte halt immer noch Schottland sein, aber. Was haben wir? Ein Hotel? Ist halt irgendwo in der Karibik? Aber so eine Insel wie, keine Ahnung, ich sag mal jetzt. Kaiman-Insel. Wie heißen die Dinger? Kanaren oder Azoren oder sowas? Die sind doch. Das sind doch vulkanische Inseln oder so. Die haben gar keine Klippen. Oder? Hey, nicht. Eine Insel. Das sind aber so vulkanische Dinger, oder? Da hast du ja keine Klippen. Krass, ey. Bin echt noch lost. Ja, ich auch. Also, es könnte Europa sein, könnte auch Südamerika sein. Vielleicht ich zähle mal ein bisschen hin und her. Island weiß ich nicht. 6. Dies ist auch, also die Seilbahn, ist auch andersrum der einfachste Weg zum Restaurant zu gelangen. Ansonsten erreicht man das Gebiet um das Restaurant höchstens mit dem Boot. Cool. Mit dem Boot? Warte mal. Du nicht. Wait, du kommst mit der Seilbahn dahin oder mit dem Boot? Das heißt, du kommst von oben. Er hat ja gesagt, wir sind auch in der Karibik, geht ja auch, ne? Ja, keine Ahnung, Alter. Ja, aber du kommst ja von oben und das hast du doch eigentlich in der Karibik nicht, oder? Was weißt du nicht? Wenn es da eine besonders bergige Insel gibt? Ich kann ja leider nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie da die Geologie aussieht. Oh. Gesundheit. Ja, was ist das denn hier? Ja, hier. Nee, das sieht nicht aus, als ob hier ein Berg ist in Bermuda. Nicht. Ja. Ich gucke jetzt Novaya Zemlya. Wir suchen immer nach einem Restaurant und es gibt Hinweis 7 von 10. Zu Fuß oder mit dem Auto lässt es sich wahrscheinlich nicht erreichen, obwohl es in der Nähe der Autobahn ER101 liegt. Doch, das ist Europa. Ja super, ich brauche das Land. Gibt es da auch nochmal den Tipp für? Wahrscheinlich ja, das ist doch zumindest Autobahn. Schon mal Europa, oder? Was? Das hat nicht immer E. Das hätte ich jetzt nicht gesagt, da. E ist nur Europa. Ja, richtig. Achso. Also vielleicht gibt es auch noch eine ER, aber ER sagt mir jetzt nichts. Dann weiß ich immer noch nicht, in welchem Land wir sind. Ja, das ist oder in welchem Problem. Erdteil. Ja, aber mach mal ganz kurz einen Chili. Ich brauch den nächsten Hinweis. Ich guck mir jetzt Havanna an. Hinweis 8 von 10. Da ist die 10. A3. Boah, ist die auch so krass. Es befindet sich im Gebiet der Europäischen Union. Cool. Ja, cool, im Gebiet. Das heißt, das ist wieder so ein Aussetzling. Oh. So, das heißt hier. Hä? Ist es sicher ER? ER 101. Ja. Ja. Bin da ganz ehrlich. Ich brauche den nächsten Hinweis bitte an ihm. Ich hab ER gefunden. Tatsächlich. Aber die hat keine 101. Dann gibt es den vorletzten Hinweis Nummer 9. Genauer gesagt, etwa 10 Kilometer westlich des Stadtzentrums von Funchal. Ja. Oh mein Gott. Wow, da habe ich jetzt die ER 101 gefunden. Ich habe keine Ahnung, wo Funchal ist. Okay, das ist okay. Was suchen wir denn überhaupt nochmal? Ein Restaurant. Beziehungsweise den Insel Namen davon. Insel. Ist direkt am Strand. Auch nicht. Da
das nur mit dem Boot zu erreichen? Oh, nee. Ein Hotel und einige Felder. Aquarino. Auch nicht. Und denk dran, das Restaurant heißt genauso wie dieser Berg. Das heißt, das würde mir schon reichen, wenn ihr mir den Berg nennt, sozusagen. Das würde ich dann durchgehen lassen. Gut, aber dann... Ach Quatsch, warum komme ich denn da? Und der letzte Hinweis, Hinweis 10, es liegt direkt an einem alten Pier am Fuße einer hohen Klippe. Okay, Restaurante Feier dos Padres. Jay, das ist korrekt. Alles. Aus welchem Land sind wir? Portugal. Portugal. Das genau. Ist vor, wir sind Madeira. Madeira. Krass, okay, ich wusste nicht, dass Madeira so klippig ist, nenne ich es mal. Ja, es ist direkt im Süden, ich schicke euch gerade auf. Ah, im Süden, nice, ich habe im Süden angefangen, bin westlich rumgelaufen. Okay. Nicht an der ER101. Crazy. Ja, das habe ich hier gefunden. Sollen. Genau, das sieht bei Google Maps, wenn man ganz nah ranzoomt, auch komisch aus, weil der dann so den Berg hochgehen will. Das ist da wohl sehr steil. Man sieht auch ein bisschen die Seilbahn. Echt? Oben auf dem Berg. Also direkt, wenn man den Berg dann quasi hochgeht, sieht man die Straße, die dahin führt, in die Seilbahn. Da sind aber schon ein paar Häuschen da unten. Ja, da an der Seite, stimmt, ja. Aber irgendwie musst du da mit dem Auto da hinkommen. Also, wie haben die denn da die Häuser gebaut? Wenn, dann im Zweifel ganz, ganz außenrum irgendwie. Aber oh, krass, das ist ja übel steil. Jetzt sehe ich es auch gerade. Ich glaube, auf Google Bilder geklickt. Warte mal, Route von hier. Dann fahren wir doch mal nach... Ja, krass, Alter. ER101. Ja. Ja. Ja, keine Schnitte gehabt. Funchal und so weiter. Krass, dass ihr wusstet, wo Funchal ist. Ja, komm, das ist mal das Ronaldo geboren. Ja, also, gut, okay. Hilft natürlich wenig. Jay, von 3 Aufgaben, 3 jetzt gelöst. Das würde ich sagen, ist sehr schwer einzuholen mit 2 Punkten hier. Für Christian mit 3 und Ram mit 2. Wir haben aber noch eine Runde. Es ist die letzte. Und die wurde uns jetzt nicht zugeschickt. Die haben wir uns selber ausgedacht. Beziehungsweise Daniel war das wahrscheinlich. Oder jetzt wird die mega lustig sein. Daniel wahrscheinlich. Okay. Fels. Ihr müsst mir bitte immer dran denken, jetzt nicht einfach drauf losblasen und die Antwort sagen, sondern ihr müsst den Ort auch in der Kamera abfilmen und er muss auch gut erkennbar sein. Wir suchen nämlich eine Zahl und es ist genauer genommen die Anzahl der Zacken eines Sterns. Wir haben 11 Hinweise und der erste lautet, dieser Stern ist wahrscheinlich aufgemalt um eine Statue herum. Aufgemalt in wahrscheinlich. Das kommt mir bekannt vor. Bin ich schon mal so ein Zackending gesucht? Mhm. War das auch um eine Statue herum? Ja, ich weiß auch welche. Das ist so die berühmteste Statue der Welt. Lenin? Ich weiß auch genau, dass wir da sehr lange gezählt haben für. Und da sehr kontroverses Shit war. Ich weiß überhaupt nicht mehr, welche Statue das war. Freiheitsstatue. War das nicht der. Achso, das war nicht der Jesus. Aber auf der Freiheitsstatue ist das doch nicht aufgemalt. Nee, ist es auch nicht, aber darum ging es damals. Also ich würde auch nicht sagen, in dem Fall, ich habe mir das gerade eben angeguckt, dass es aufgemalt ist, sondern das ist sozusagen betoniert. Ich möchte nochmal ganz kurz sagen an der Stelle, ja, dass die Freiheitsstatue und der Film Ghostbusters überhaupt nicht konträr sind. Das funktioniert überhaupt nicht. Der Hudson River ist viel zu tief, dass die da durchlaufen könnte. Okay. Godzilla funktioniert ja auch nicht. Der kann auch nicht durch ein Meer stapfen. Meer ist einfach Kilometer tief. Wie lang sind die Beine von dem? Ja, das ist richtig, aber ich finde die Bilder immer geil, wenn dann Geowissenschaftler erkannt haben, wie lang die Unterknöchel von Godzilla sind. Ja, genau. Das habe ich auch gesehen. Hinweis 2. Dort ist ein auf einem Pferd sitzender Mann abgebildet. Aha. Geil. Ja ganz, ganz wenig weltweit. Köln an der Rheinbrücke. Moment, ich hab's sofort. Wo ist er? Da ist die Hohenzollernbrücke. Wo ist der Scheißwichser? Da, hier sitzt er. Da ist er! Kaiser Friedrich der Dritte. Wie viele Zacken hatten da? 4 ist ein Viereck. Oh, welche meinen die denn jetzt nochmal genau? Wo ist denn das?
Na, auf der anderen Seite von der Scheißbrücke gibt es auch noch das Reiterstempel von König Friedrich Wilhelm dem Vierten. Ja. Ja. Naja. Aber das mit, dieser ist wahrscheinlich aufgemalt um eine Statue. Was willst du mit Napoleon? Der ist doch immer auf so einem Pferd, oder? Ja, aber Napoleon haben wir da keine Statuen von. Da ist der Tanzbrunnen. Hinweis 3 von 8. Dieser war ein ehemaliger Diktator, der im Jahr 1830 verstarb. Also dieser Mann, der da auf dem Pferd sitzt. Mhm. Der Mann auf dem Pferd. Ja. Ja. Okay. Ich bin beim Goldenen Reiter in Dresden. Den kenne ich. Ich kenne das Lied. Wer ist überhaupt der Goldene Reiter? Er könnte das sein. Der er könnte Reiter. Das sein. Ah, der König August II. Moment. Aha. Aber man hat den Jahre 1830 schon als Diktator betitelt. Weiß ich nicht. Hey, da war Hitler oder was? Ja, Junge, Alter, keine Ahnung, wer 1830 fucking Diktator war. Ja, aber zum Beispiel so Geschichten, weißt du, wie Napoleon, der war ja kein Diktator, sondern der war ja in seiner Zeit Kaiser. Ja, genau, aber. Mhm. Ich glaube. Also hier steht, dass er ein Diktator war. Ich guck mal gerade nach, ob es irgendwas dazu gibt, wie man den genannt hat. Viele Jahre hat Nordkorea schon Diktatoren? Weiß ich nicht. Geh mal kurz auf Nordkorea. 120. Also ja. Die gibt es erst seit dem 9. September 1948. Also er wurde tatsächlich zum Diktator ernannt, sozusagen. Oh, das also, ist eine Ehre. Okay. Das ist ja eine Ehre. Okay, das ist richtig cool. Moment, eine Statue mit Sternen drauf? Ich hab keine Ahnung. Ja, ich weiß auch nicht. Hinweis 4. In diesem Land liegt die Stadt Valencia. Ja, scheiße. Toll. Jetzt gibt's so früh natürlich den Tipp für das fucking Land, ja? Ah, das ist doch gemein, ey. Aber wer war denn da der Diktator? Das nicht. Ja, wie groß ist jetzt Valencia? Hm. Ist das in Spanien, ne? Hm. Ja. Ich glaub nicht, dass es Spanien ist. Meinst du Südamerika? App. Okay, ich den Diktator oder noch weniger. Das ist richtig. In Spanien war da doch König, was weiß ich nicht, Alfons der Viertel vor Zwölfte oder so. Das muss halt nicht nur das sein, oder? Also könnte. Ja, keine Ahnung. Ich hätte gesagt, das ist nicht. Hinweis 5. Also ich habe Barcelona außerhalb gefunden und auch Valencia außerhalb von Spanien. Hinweis 5. Die Statue befindet sich allerdings in Barcelona. Oh, okay, vielleicht sind wir doch Barcelona in... sehe ich. Vielleicht sind wir doch in Spanien. Glaube ich nicht. Okay, also meinst du? Ja, das ist bestimmt reingelegt. Gebe dir einen zusätzlichen Tipp einfach, weil du sowieso schon so gut bist. Es gibt ein Land, da gibt es Barcelona und Valencia. Ja, die Barcelona gibt es in jedem Land. Was? Also nennen sich die doch immer die Barcelona, die Kneipen. Okay, wo sind wir denn dann in welchem Land? Oh mein Land? Gott. I must leave. Ihr habt 5 Hinweise bekommen, es gibt insgesamt 11. Ja, also okay, ich bin vielleicht in der Stadt, aber wo finde ich denn jetzt die Kackstatue von dem Fritz da? Ich zoome ja nicht in die Stadt rein, wo, sag ich mal, mehr als 1000 Menschen leben und dann ist da eine riesen Pfeilstatue hier. Ich glaube, der ist gerade abgeschmiert, oder? Also oder nur bei mir? Bei mir leckt's auch. Euch geht's? Ich will drücken! Christian! 8. Und wir sind, pass auf, bei der Escultura Equestre de Simón Bolívar. Christian, das ist richtig! Kolumbien. Ja, 3 Punkte hast du bekommen, sehr gut. Immerhin. Stark. Sehr, sehr gut. Genau, das ist auch dieser Herr, dieser Diktator Bolivar. Simón Bolívar, genau. Die habe ich doch schon mal gehört. Ja, in Dingens, in Civ. Ja. Wir sind im heutigen Kolumbien. Aber wo ist denn Quatsch, da Barcelona und Valencia, Alter? Barcelona ist an der Küste und Valencia ist sehr weit westlich davon. Venezuela. Ja. Barcelona ist an der Küste westlich von Trinidad und Tobago. Moment, Venezuela ist aber nicht Dingens. Ist das nicht Kolumbien?
Ja, wir sind in Venezuela. Und ganz aber der Norden, Diktator ist doch ein Kolumbianer. Ja, und? Der ist da gestorben, ist in Venezuela geboren, also heutiges Venezuela geboren worden. Und war eben dort Diktator, scheinbar. Okay. Adolf war ja auch kein Deutscher. Das ist Barcelona. Genau, und da gibt es Barcelona und da steht die Statue und die hat genau 8 Zacken drumherum. Sehr gut. Ich hätte good job, gegeben, Chris. Das war Stadt fucking strong, dass du halt wusstest auch und das war krass. Ja, sehr gut gefunden. Ändert leider, oder was heißt leider, für dich, Christian, nichts mehr am Ende. Ey, aber ich habe einen richtig gehabt. Das ist doch dann immerhin, ja. Das ist stark. Aber Jay hat 3 richtige gehabt, dementsprechend 12 Punkte. Viel stärker. Und gewinnt damit. Herzlichen Glückwunsch. Absolut, Gratulation. Das war sehr, sehr gut. Christian 6, Brammen 2. Vielen Dank an alle, an euch, die hier Sachen einschicken. Packt das auch gerne hier drunter. Dann werden wir ein paar Sachen raussuchen und dann beim nächsten Mal hier verwursten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Dank.